Eins. Da hinten ist noch eins. Es geht auf jeden Fall recht fix. Achso. Oh, ich trinke erstmal das Wasser aus, bevor ich den Energy-Ofen mache. Hast du die Lizenzen, um die ich dich gebeten habe? Was für ein faszinierendes Gerät. Das soll ein Destillierapparat sein? Er sieht so seltsam aus. Bin mir auch nicht ganz sicher, wie die Maschine funktionieren soll, aber sie sieht sehr beeindruckend aus. Wenn dieser Apparat tatsächlich so effektiv ist, wie unser Gast behauptet, würde unsere Arbeit stark vereinfachen. Denk nur an die Medikamente, die wir damit herstellen können und an die Leben, die wir damit retten werden. Ja, wohl wahr. Hütet euch vor den Verlockungen dieser Fremden, denn sie sprechen mit gespaltenen Zungen. Sie wollen euch in Versuchung führen, um euer Vertrauen zu erschleichen. Doch bedenkt, dass sie sich gegen die Inquisition gestellt und einen mutmaßlichen Heretiker verteidigt haben. Wirklich? Hallo und sehr Dank, Inquisitor, dass ihr gerade noch rechtzeitig erschienen seid, um uns zu warnen. Wir standen kurz davor, uns von diesen Ungläubigen einwickeln zu lassen. Warum ist er bloß so versessen darauf, uns Steine in den Weg zu legen? Was haben wir ihm getan? War es so schlimm, dass wir Ritter Franzen verteidigt haben? Ich fürchte, wir haben uns einen mächtigen Feind gemacht. Oh ja. Yay, 4 Quests noch. Huch. Inquisitor Guillaume. Okay. Seit dem Vorfall mit dem Destillierapparat bin ich mir sicher, dass Inquisitor Guillaume alles in seiner Macht stehende tun wird, um das Misstrauen der Ritter gegen uns zu schüren. Solange er uns im Weg steht, haben wir mit unserer Suche wenig Hoffnung auf Erfolg. Wir sollten mehr über ihn in Erfahrung bringen. Hör dich doch einmal bei den Leuten hier um. Vielleicht findest du heraus, welche Pläne der feine Herr Inquisitor tatsächlich verfolgt. Beratschlage dich dann draußen im Hof mit Alfino. Er ist ein schlauer Bursche und hat sicher eine Idee, wie wir die Informationen über Guillaume gegen ihn verwenden können. Das hat auch keiner gehört, der in dem Raum mit uns gerade stand. Inquisitor Guillaume? Ja, natürlich kenne ich ihn. Allerdings habe ich ihn nur ganz kurz persönlich getroffen, und zwar vor einigen Monaten bei seiner Ankunft an der Weißen Felsfront. Meine Erinnerungen sind etwas schwammig, aber ich weiß doch, dass ich in jeder Nacht ein beißender Schneesturm tobte, die zur Nachtwache eingeteilt war. Plötzlich bemerkte ich vor dem Osttor im schwachen Schein der Feuerschalen eine Gestalt. Ging hinaus, um nachzusehen, wer sich dort zu so später Stunde herumtrieb. Und schieß auf den Inquisitor, der gerade angekommen war. Für Überraschung muss ich unachtsam geworden sein, denn ich rutschte aus und verlor das Bewusstsein. Als ich erwachte, waren einige Tage verstrichen und ich lag hier in diesem Bett. Inquisitor Guillaume hat mich ins Hospital getragen und mir dadurch das Leben gerettet. Hoffentlich kann ich mich bei ihm bedanken, sobald ich wieder auf den Beinen bin. Okay, hier in dem Haus ist noch irgendwas, aber wahrscheinlich unten, ne? Ganz, ganz unten. Da hinten in der Ecke wahrscheinlich auch nicht? Nee. Also ganz, ganz unten. Jetzt schnüffelst du also schon dem ehrenwerten Inquisitor Guillaume hinterher. Was auch immer du vorhast. Denk ja nicht, dass ich mich für deine zwielichtigen Pläne einspannen lasse. Von mir erfährst du nichts. Seit Inquisitor Guillaume bei uns ist, hat er zahlreiche Heretiker enttarnt und ihre gerechte Strafe zugeführt.
Er arbeitet Tag und Nacht für die gerechte Sache. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass solch ein rechtschaffender, ungläubiger Mann seine schützende Hand über uns hält. Kitty steht da immer noch. Die Heilige Inquisition untersteht direkt der päpstlichen Kurie. Damit besitzt. Was war das? Damit besitzt sie eine unanfechtbare. Was ist das? Autorität, obwohl sie nicht direkt zu den großen Ritterhäusern gehört. Das stört ihn dezent. Mehr kann ich dir darüber nicht erzählen. Fällt denn da die ganze Zeit runter? Nervig. Kitty! Ich hab's bald. Nach dieser Quest sind's noch 4. Ah, nee. Gleich sind's 3. Ich hätte mich wärmer anziehen sollen. Hier in Kyrtas ist es kälter, als ich erwartet hatte. Achso. Ich schreie, wenn ich soweit bin. Also wie gesagt, nach der Quest, die ich gleich annehme, sind es dann noch 3. Also insgesamt 4 Quests noch. Ich hatte gehofft, wir würden die Enterprise schneller finden, aber wir haben uns zu sehr in lokale Probleme verstricken lassen. Wir dürfen uns nicht länger von diesem intriganten Inquisitor aufhalten lassen. Er ist die letzte Hürde zwischen uns und unserem Ziel. Er ist zweifellos ein angesehener Mann, doch ich vermute stark, dass er eigene Pläne verfolgt. Warum sollte er uns sonst derart behindern wollen? Vielleicht können wir ihn irgendwie aus der Reserve locken. Der Bericht des verwundeten Ritters über die Ankunft des Inquisitors Guillaume hat mir zu denken gegeben. Was hätte der Inquisitor vor dem Osttor zu suchen? Er hätte von Westen kommen müssen. Dann wirklich ein Schneesturm und wenn wirklich ein Schneesturm tobte, wie der Ritter berichtet hat, dann ist es unwahrscheinlich, dass der Inquisitor das Westtor passierte, nur um sich dann vor dem Osttor die Beine zu vertreten. Das finde ich doch sehr verdächtig. Mit unserer Ankunft habe ich niemanden durch das Osttor kommen oder gehen sehen. Sehe ich dort doch mal um und erkunde die nähere Umgebung. Vielleicht findest du Hinweise darauf, was in jener stürmischen Nacht passiert ist. Ich brauche ein anderes Pad. Ob er alles besiegt? Ach ja, das sind ja wieder diese komischen Dinger. Blitzen wir schneller rum als alles andere. Ja. Nehmen Sie immer liebevoll die Flitzer.
kann wieder eine Quest abgeben. Ich werde nur, wenn wir in Steinerne Wacht wahrscheinlich reingehen, werde ich einmal den Ohrring ablegen. Ich will nicht zu viel ein Level kriegen. Du hast etwas gefunden? Das sehe ich dir förmlich an. Na los, dann spann mich nicht so auf die Folter. Die päpstliche Ernennungsurkunde eines Inquisitors. Vermutlich hast du gerade die Bekanntschaft des echten Gelähms gemacht. Wahrscheinlich wurde er bei seiner Ankunft direkt vor der Burg ermordet. Gelähm hat dann seine Identität angenommen, da er hier neu war und die Ritter nicht gewohnt sind, Inquisitoren in Frage zu stellen. Dürfte seine Maskerade nicht allzu schwierig gewesen sein. Doch mit dieser Urkunde halten wir einen handfesten Beweis für seinen Betrug in den Händen. Jetzt müssen wir nur noch seine wahre Identität aufdecken und seine Beweggründe herausfinden. Wir müssen schnell handeln, Adari, und ihn überführen, bevor er merkt, dass wir ihm auf die Schliche gekommen sind. Wir wissen nun mit Sicherheit, dass Gelähm ein Betrüger ist. Doch ich fürchte, die Urkunde allein wird nicht reichen, Baron Dremont von der Wahrheit zu überzeugen. Schließlich ist er uns gegenüber ziemlich misstrauisch eingestellt, woran nicht einmal die Empfehlungsschreiben von zwei Ritterhäusern etwas ändern könnten. Wir brauchen weitere Beweise, oder noch besser, einen Zeugen. Wenn einer von Dremonts Ritter unsere Anklage untermauern würde, hätten wir sicher bessere Chancen. Was hältst du davon, dem verwundeten Ritter Jean-Laurent die Erkennungsurkunde zu zeigen und von unserer Vermutung zu erzählen? Vielleicht erinnert er sich dann genauer, was in der Nacht seines Unfalls passiert ist. Es kann natürlich sein, dass er dir nicht glaubt, aber ein Versuch ist es wert. Wir müssen alles tun, um die Enterprise zurückzubekommen. Zu viel hängt davon ab. Und wie? Wenn ich doch wenigstens mal eine bessere Rüstung hätte. Wenn ich überlege, mit wie vielen Schafs ich da jetzt noch durch muss. Oh, wie komme ich denn zu dem Vergnügen deines erneuten Besuchs? Inquisitor Gelähm, ein Betrüger? Mach dich nicht lächerlich, das ist völlig abwegig. Er ist ein Wächter des Glaubens und ein ergebener Diener der Kurie. Du musst dich einfach irren. Wenn du dir so sicher bist und mir nicht glaubst, dann sprich doch mit Ritterin Prunilla über deine Hirngespinste. Sie hielt in der Nacht meines Unfalls zusammen mit mir Wache. Und ich muss hier noch die ganzen Nebenquests machen. Vielleicht machen wir heute auch noch ein bisschen länger und machen dann die Nebenquests noch. Mal gucken. Du, was willst du von mir? Ich hab dir nichts zu sagen. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Warum redest du mir mit diesem blutigen Papier vor der Nase herum? Damit habe ich nichts zu tun. Achso. Du weißt alles, nicht wahr? Es muss ja irgendwann ans Licht kommen. Ich stand dicht hinter Jolon, als er verunglückte. Er ist keineswegs gestolpert, sondern wurde von einem Drachen zu Boden geschleudert. Ich zog mein Schwert und stürzte aus dem Turm, um ihn zu verteidigen. Da drang eine flüsternde Stimme aus der Dunkelheit an mein Ohr. Sie war ganz sanft, doch sie verletzte mich schwerer, als jede Drachenklaue vermocht hätte. Er wusste alles über mich, über meine Freunde und über meine Familie. Keine meiner intimsten Geheimnisse, die ich niemandem anvertraut hatte. Er versprach mir, mich und Jolon zu verschonen, solange ich Schweigen bewahre. Andernfalls würde uns beide und alle, die mir lieb und teuer sind, auf grausame Weise töten. Ich sah keinen anderen Ausweg, als auf seine Forderung einzugehen. Und da trat ein Mann aus dem Schatten, der wie ein Inquisitor gekleidet war, doch unmöglich einer sein konnte. Gemeinsam trugen wir Jolon zum Hospital, woraufhin Inquisitor Gelähm als Lebensretter gefeiert wurde. Bald darauf begann der Wolf im Schafspelz damit, unschuldige Leute der Häresis anzuklagen und hinzurichten. Als vorgebliche Beweise dienten jeweils Drachenaugenrosarien, die zufällig in ihrem Besitz gefunden wurden. Ich wollte Baron Dremont alles beichten, doch aus Angst um meine Familie und Freunde traute ich mich nicht. So blieb ich tatenlos, bis Ritter Franzi angeklagt wurde. Da hielt ich es einfach nicht mehr aus. Ich hatte den falschen Inquisitor zu einem Versteck südöstlich von hier verfolgt, wo er die Drachenaugenrosarien in einer Kiste aufbewahrt. Davon stahl ich einig und versteckte sie in Paketen, die an die Himmelswehr adressiert waren.
Wie gehofft, wurden sie gefunden und erweckten Zweifel an der Anklage gegen Frenzel und auch an den übrigen Heretiker-Prozessen. Das ist die ganze Wahrheit. Halone, vergib mir, dass ich nicht früher gehandelt habe. Okay. Nächste Quest, die ich abgeben kann. 1,5 Stunden noch. Wie viele Quests kommen dann noch insgesamt? Es sind dann noch einige, ne? Ja, mal gucken. Jetzt steht Kitty hier draußen. Kitty, ist es kalt hier draußen. Da drin war es wenigstens noch warm. Die kleine Lalas frieren schneller. Stur bist du ja, das muss man dir zugestehen. Doch auch ich bin kein Fähnchen im Wind, sondern ein Mann mit Prinzipien. Du verschwendest bei mir nur deine Zeit. Warum trägst du ein Drachenaugenrosarium bei dir? Und woher hast du diese Ernennungsurkunde? Jetzt ist mir nicht mehr kalt. Hast du dich jetzt reingestellt? Warum ist die Blut verschmiert? Ich hoffe für dich, dass du eine gute Erklärung für das hast. Sonst muss ich dich der Inquisition übergeben. Der Inquisitor soll selbst ein Heretiker sein? Das ist doch unglaublich. Die Beweise und Zeugenaussagen sind erdrückend. Lassen keinen anderen Schluss zu. Daher, ich habe dich und deine Freunde wohl falsch eingeschätzt. Dafür bitte ich aufrichtig um Verzeihung. Selbstverständlich werde ich euch Zugang zur steinernen Wacht gewähren, doch zuvor bitte ich dich um deine Unterstützung. Hilf mir und meinen Rittern, den dreisten Betrüger zu stellen und seiner gerechten Strafe zuzuführen. Der gottverdammte Heretiker hat uns alle hinters Licht geführt und lauter Unschuldige ermordet. In die tiefsten Abgründe der 7 Höhlen soll er fahren. Soeben wurde mir berichtet, dass er bei Schneekleid einen weiteren Schauprozess veranstaltet, um noch ein Opfer zu fordern. Wenn wir uns beeilen, können wir das hoffentlich verhindern. Kann ich auf dich zählen, Adaria? Hilf mir, dem dämonischen Treiben des falschen Inquisitors ein Ende zu bereiten. Na gut, aber eigentlich müsste ich danach zumindest ein paar... Ich mache zumindest 1, 2 Klassenquests gleich. Nach der Instanz. Opoform, Raptorform, Kohlform, okay. Ja, demolieren müsste ich dann eigentlich schon haben, ne? Aber, ja gut. Ist dann halt so. No! Aber wenigstens etwas weiter weg vom Feuer, das ist gut. Sonst gibt's Brutzel-Lala. Lala sind so cute. Ich freue mich schon, wenn ich mit meiner Lala-Dame oder mit meinem Lalachen spiele. Mal gucken. Das wird toll. So, jetzt darf ich erstmal nach der Welt. Aber ich hab's bald. Nicht mehr lange. Wir sitzen aber... Spieß sagt nein, no. Dann gäb's Lala am Spieß. Oder Brat-Lala.
Lala flambiert. Backkartoffel. Backlala. Ein Backlala. Aber Backkartoffeln sind lecker. Du hast dich zu befürchten, mein Kind. Wenn du frei von Sünde bist, so wird dich Alone in ihre heiligen Hallen empfangen. Dir wird ewig Glückseligkeit zuteil werden. Warum tut ihr mir das an, Inquisitor? Ich habe niemals die Lehren Halones in Frage gestellt oder gegen sie verstoßen. Es reicht, Golem. Lass das Mädchen gehen. Zugeben, ich fühle mich hier etwas einsam, Schatz. Ich mal umschauen. Oh. Ihr glaubt, die meisten sind im Lurk. Gehe ich mal stark von aus. Aber heute ist es tatsächlich ruhiger. Desto voller es gestern war, desto ruhiger war es, ist es heute. Aber gut, es ist auch Dienstag. Dienstags ist meistens ruhiger. Das habe ich zumindest schon festgestellt. Baron Drummond, was bereitet mir die Ehre? Wollt ihr miterleben, wie Halone über diese Heretikerin richtet? Du hast bereits genug Unschuldige in den Tod getrieben, Heretiker. Diese Abenteurerin hat dein falsches Spiel durchschaut. Dein gottloses Treiben hat nun ein Ende. Du hast Hochverrat an Ishgard begangen und unseren Erzfeinden den Drachen in die Hände gespielt. Deine Sünden können niemals verziehen werden. Mach dich nicht lächerlich, Drummond. Ich schulde Ishgard keine Treue. Mein Gewissen ist absolut rein. Ihr Ritter seid die Sünder. Ihr habt eure Hände in Blut Unschuldiger getränkt, nur weil sie es gewagt haben, euren heiligen Krieg in Frage zu stellen. Durch euren blinden Glauben und eure Festhalten an überkommenen Traditionen stürzt ihr das Volk ins Unglück. Wenn ihr Vergeltung sucht, dann kommt ruhig. Ich habe keine Angst vor euch. Mal sehen, wie euer Stahl gegen Drachenklauen besteht. Ach ja, Inquisitor kloppen. Macht doch immer wieder Spaß.
haben es gleich. So. Spielinhalt beendet. Oh, die Kraft der Drachen hat mich verlassen. Dein finsteren Reinkar nun ein Ende, Heretiker. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe genug Schaden angerichtet und Verwirrung gestiftet. Blut wurde mit Blut vergolten. Bedauerlich ist nur, dass du noch lebst, Abenteurerin. Du hast mir mehr geschadet, als alle Ritter Ishgards es jemals vermocht hätten. Doch schon bald werden dich die Drachen der steinernen Wacht in Stücke reißen. Dein wohlverdientes Ende ist nah. Nacht. Spar dir deine leeren Drohungen. Du hast heute gesehen, was mit deinem Drachen machen. Was wir mit deinen Drachen machen. Sie sind unserem Stahl nicht gewachsen. Daher, es tut mir leid, dass du diese unerfreuliche Angelegenheit verwickelt wurdest. Ich werde nun dafür sorgen, dass du deine Suche nach dem Luftschiff ohne weitere Verzögerung fortsetzen kannst. Lass uns zu deinen Freunden zurückkehren. Wir sehen uns in Weißenfelsfront und besprechen dann alles weitere. Yay! Ich meine. Quest abgeben, Quest abgeben. Kann ich einmal gucken. Lol, ich habe tatsächlich keinen anderen Ohrring. Okay, ich muss gleich einmal kurz nach Limsa. Müsste ich eigentlich sowieso mal, wenn ich meine Accessoires so sehe. Ich habe nur eine Hose von Stufe 12. Und das Ding will mir sagen, es gibt nichts, was besser ist. Ja gut, alles Willensstärke, ne? Oh Gott. Ja, ich gehe gleich einmal kurz nach Limsa. Ist es vorbei? Konntet ihr den falschen Inquisitor zur Strecke bringen? Damit ist die letzte Hürde genommen und unser Weg zur Enterprise ist endlich frei. Allerdings dürfen wir uns nicht zu früh freuen. Wir sind noch nicht am Ziel unserer Reise. Es ist höchste Zeit, dass wir die steinerne Wacht betreten. Geh und melde dich bei Dremont. Sid und ich kommen gleich nach. Achso. Kitty, klärt dich schon mal ein. Dauert zwar noch ein paar Minütchen. Aber ich habe dich schon mal eingeladen. Wie gesagt, ich hole mir dann gleich noch mal kurz Ausrüstung. Schick meine Gehilfen los. Dead Köpfe los. Wobei ich es frei habe. Ja, schön, dir Dank. Du hast uns geholfen, einen Verräter in unserer Mitte zu entdecken, bevor noch mehr geschah. Es war völlig voreilig von mir, eure Vorwürfe gegen Gulaim einfach als haltlos abzutun. Aber dass die Leute vom Bund der Morgenröte noch am Leben sein könnten und Sid Garland auch, das hätte ich nicht zu offen gewagt. Ich war noch nie so froh, mich geirrt zu haben. Es freut mich sehr, dass ihr noch zu diesem Schluss gekommen seid. Dann habt ihr keine Einwände, dass wir die steinerne Wacht betreten, um unser Luftschiff wiederzubekommen? Aber natürlich, keine Einwände. Das ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Aber ich fürchte, es wird nicht so leicht sein, den Wachturm zu erkunden. Wegen der Drachen, die ihn besetzt halten. Ich habe noch einmal die Aufzeichnung prüfen lassen. Gott, dieses Haar an meinem Mikro, das nervt mich so hart. Es besteht eigentlich auch nur aus Haaren. Es sind überall Katzenhaare dran. Ich habe noch einmal die Aufzeichnung prüfen lassen. Kurz vor der Katastrophe hatten unsere Leute euer Schiff in der Nähe der steinernen Wacht gefunden. Allerdings ohne Insassen. Es befand sich auch noch in der Obhut dieses Außenpostens, als er vor einigen Jahren von den Drachen angegriffen und eingenommen wurde. Das Schiff dabei zerstört wurde, kann ich nicht sagen. Dass es so weit gekommen
so weit kommen musste. Eine Schutzfeste gegen die Drachen wird zum Drachennest. Unter Aufbietung aller Kräfte haben wir sie zumindest ins Innere der Feste zurückgedrängt. Wir kommen keinen Schritt voran. Ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergehen soll. Auch wenn es nicht so weitergeht, ist immer noch die Frage, ob der Kampf zu euren Gunsten ausgehen würde. Verzeiht mir, aber wir können keinen Augenblick länger warten. Wir holen die Enterprise selbst aus der steinernen Wacht. Nun gut, ich hoffe, dass ihr euch nicht unterschätzt. Ich werde Nedlane wissen lassen, dass ihr kommt. Möge Halone euch schützen. Einmal fix freischalten. Hallo Kitty. Okay. No! So. Da ihr Eistatze, Baron Drummond hat mich gerade benachrichtigt. Ihr könnt die steinerne Wacht sofort betreten. So, ich bin jetzt einmal ganz kurz in Limsa. Ich brauche einmal eine bessere Hose, weil Stufe 12, das geht halt gar nicht. Ich bin sofort da. Wird nicht lange dauern. Und ein Ohrring. Vielleicht irgendwelche Armreifen. Was besser ist als Stufe 1 oder Stufe 12. Das ist echt bitter. Dieses Mal vernachlässige ich meine Ausrüstung ja komplett. Weiß er noch nicht. Ich muss mal so ein extra... Ich sag jetzt tatsächlich bewusst extra Part machen, nur für das Gold Sourcer. Ich weiß noch nicht, wann ich das machen will. Das ist so etwas, das zögere ich eigentlich grundsätzlich hinaus. So. Wüsken. So, das ist sowieso noch nicht. Stumpfhose. Warum? Achso, wegen Willenskraft? Nur deswegen? Da war überall Willenskraft drauf. Klein Willenskraft. Ja nicht. Einmal. Achso. Den muss ich dann halt noch einmal. Ring. Okay. Funktioniert aber.
Okay. Da haben wir so nur einen Ring, der auf 1 ist. Achso, Gehilfen. Okay, dann einmal. Zurück. Dass ich mich mehr freue, eine Rose zu haben. So, weiß auch gar nicht genau, wo ich dann. Nein, jetzt verfehlen wir das Kitty. Ja, 100 Jahren bin ich auch wieder da. Lauf! Mein kleiner Spriggan. Lauf! Wenn ich mich immer noch frage, wie es auf diesen kleinen dünnen Beinchen laufen kann.